Israel hat jedes Recht, sich selbst zu verteidigen. Es kann sich darauf verlassen, dass Deutschland an der Seite dieses Landes steht. Aber es ist gleichzeitig richtig, weil wir die Freunde sind, auf die man sich immer verlassen kann, dass wir auch all die Dinge sagen, die in dieser Situation zu sagen sind. Was jetzt möglichst schnell gelingen muss, ist ein zeitlich etwas länger währender Waffenstillstand, in dem die Geiseln freikommen und die Gestorbenen herausgegeben werden, damit sie eine würdige Trauer möglich ist für die Angehörigen. Es muss gelingen, dass in dieser Zeit mehr humanitäre Hilfe nach Gaza gelangt. Und alles das ist das, was jetzt erreicht werden muss, im Gespräch mit den Staaten, den arabischen Staaten drumherum. Und es muss erreicht werden im Gespräch mit den Ländern, die Druck machen können auf die Hamas, dass das jetzt passiert.